Hallo, was machen Sachen? Ja, die Tutorials sind zurück. Wie ich versprochen habe, werden wir weiter Anvil-Tutorials machen. Wie auch gesagt, werde ich das etwas anders machen, wie ich es vorher gemacht habe, indem ich euch, anstatt einzelne Aspekte oder einzelne Sachen zu zeigen, werde ich eine Art Mini-Projekt machen, wo wir halt auf ein bestimmtes Ziel hinarbeiten. Pro Tutorial gibt es halt quasi ein Ziel. Ich werde euch dazu mehrere Sachen zeigen. Das ist alles natürlich in Kapitel verlinkt, falls ihr noch was nachgucken wollt oder für eine bestimmte Sache nur hier seid. Aber da ja viele Sachen aufeinander aufbauen und mir ist halt auch sehr stark aufgefallen ist, dass halt viele Nachfolgefragen kamen, die halt aufeinander aufbauen, die in anderen Tutorials geklärt sind, dachte ich mir, das ist die bessere Lösung und das ist quasi der Neustart. Ich werde nochmal mit der Reihe ganz von vorne anfangen. Ich werde auch ein bisschen was zu Games Art erklären und ja, ein bisschen educaten. So, wie gesagt, das ist jetzt das erste Mini-Tutorial und wir werden ein Screenshot machen. Also wir werden ein bisschen in Anvil arbeiten. Ich werde euch zeigen, wie man verschiedene Sachen importiert, wie man in Anvil selbst arbeiten kann. So die kompletten Basics, dass halt jeder auf dem Stand ist. Jeder, der Bock hat, der will, ohne jegliche Vorahnung für irgendwas in 3D, kann mitmachen und am Ende haben wir dann halt die Möglichkeit, Bilder zu machen. Das ist unser Ziel für heute, für dieses Video, für dieses Tutorial. Eine Sache vorweg. Alle Sachen, die ich euch zeige, sind ein Offline-Rendering. Generell unterscheidet man im 3D zwischen einem Real-Time-Rendering oder also Real-Life-Rendering, was für Spiel ist. Da müssen wir deutlich optimierter arbeiten, weil alle Sachen halt innerhalb von einer Sekunde Minimum 30 Mal gerendert werden müssen. Anstatt zu einem Offline-Rendering, der halt für Videos oder Fotos gemacht wird, da ist es komplett egal. Da rechnet die Maschine von mir aus 2 Minuten oder 20 Minuten für ein Frame. Da ist zeitlich komplett egal. Dementsprechend müssen wir unterscheiden zwischen Offline- und Online-Rendering, was wir machen möchten. Wir machen es uns jetzt einfach, ohne jegliche Vorahnung, ohne jegliches Wissen, wie man halt Game Assets aufsetzt. Da ist ja wieder spezieller ist, wir müssen ein bisschen optimierter arbeiten. Wir machen ein Offline-Rendering, also wir machen Fotos in diesem Fall. Und da ist es komplett egal. Nur ist es wichtig, wenn Leute hier das Tutorial mitschauen. Wir machen jetzt gerade erstmal nur Offline-Rendering. Also die Sachen, die ich euch zeige, sind nicht unbedingt komplett nutzbar für Games, sondern eher wirklich für Fotos. Wir werden später im Laufe der Tutorial-Reihen auch ein bisschen mehr drauf aufgehen, was man machen muss, um Assets für Games zu machen. Aber das ist, wie gesagt, ein bisschen komplizierter. Man muss auf ein paar mehr Sachen arbeiten. Wir haben zwar den Vorteil in Anvil, dass wir das Nanite-Verfahren haben, was uns deutlich, deutlich, deutlich Sachen vereinfacht. Aber darauf werden wir später eingehen, wenn es dann soweit ist. Heute erstmal nur Ziel. Wir wollen hübsche Fotos machen. Wir werden ein paar Sachen importieren. Ich werde euch zeigen, wo ihr verschiedene Sachen bekommen könnt, wo ihr Sachen auch gratis bekommen könnt. Nicht alles wird gratis sein, aber ihr habt die Auswahl, was ihr holen möchtet. Ich werde euch mehrere Möglichkeiten zeigen. Ein Großteil, wie gesagt, gratis. Aber auf den Seiten ist halt die Option auch für, ihr könnt was kaufen. Das will ich euch nicht vorenthalten, aber das meiste, was ich in den Tutorial nutzen möchte, sind alle Sachen, die man gratis bekommen kann. Aber wie gesagt, die Option ist da. Musst ein bisschen drauf aufpassen. Man kann auch Sachen kaufen und ein bisschen hingucken. So, okay. Ich denke, das war's fürs Vorwort. War ein bisschen lang, ist jetzt auch der erste Teil. Ich werde in den nächsten Teilen wahrscheinlich nicht so viel erzählen. So. Wir wollen erstmal starten. Wir brauchen die Anvil Engine und das müssen wir erstmal runterladen. Wir fangen damit an, dass wir erstmal den Epic Launcher runterladen. Das ganze Ding läuft über Epic und wir brauchen den Epic Launcher. Und ich zeige euch das mal kurz auf der Homepage, wie das aussieht. So, okay. Wir machen ohne Avatar weiter, dass ihr besser sehen könnt. Also ich bin jetzt erstmal auf der Epic Games Homepage. Ich packe euch natürlich den Link auch unten in die Beschreibung. Müsst ihr nur draufdrücken, müsst ihr nichts anderes raussuchen. Wichtig ist, ihr braucht für den ganzen Käse ein Epic-Account. Wer noch keinen hat, erstellt sich einen, meldet sich an. Du kannst dich über Google, was weiß ich nicht, alles anmelden. Und wenn ihr euch angemeldet habt, müsst ihr nur oben auf Download gehen. Und dann bekommen wir den Epic Launcher da. Oder den Installer für den Launcher. Ich brauche es nicht, ich habe es ja schon. Ihr ladet den runter, installiert den ganzen Quatsch. Und dann geht's weiter. Wenn ihr den Launcher runtergeladen habt, ich habe mir den hier auf dem Desktop gepackt, damit ich es immer wieder leichter finde. Machen wir den mal auf. Das ist der Epic Launcher. Vielleicht
allen und dran kennen. Ihr könnt hier euch auch Spiele holen. Ist immer schön. Die haben immer mal Gratis-Spiele. Wenn da jemand Interesse hat, immer mal reinschauen. Mein Gratis-Spiel lohnt sich eigentlich immer. Das wollen wir aber nicht machen. Wir wollen die Unreal Engine. Die wird hier auch schon direkt angezeigt. Gehen wir da drauf. Und wir bekommen ein paar mehr Optionen. Hier haben wir ein paar News, einfach Neuigkeiten, was gerade so abgeht, was Neues entwickelt wird, ob es irgendwelche Events gibt. Es gibt immer mal Events, wo es Gratis-Stuff auch hier gibt, sei es ganze Projekte, sei es irgendwelche Meshes, sei es irgendwelche Plugins, kann man hier auch finden. Wir wollen in die Bibliothek gehen. Und hier oben, ich habe hier schon drei verschiedene Versionen. Ihr werdet hier oben nichts haben, ihr werdet generell hier nirgendwo was haben. Ihr wollt euch eine Version runterladen. Ihr geht hier auf das Plus. Dann kommt hier direkt ein graues Kästchen. Hier oben könnt ihr euch aussuchen, welche Version ihr nehmen möchtet. Für die Tutorials werden wir generell in der Unreal Engine 5 nehmen. In meinem Fall werden wir uns in der 5.3.2 orientieren. Also das ist die Engine, die wir jetzt in den Tutorials nutzen werden. Sollten wir die ändern, sollten wir updaten, werde ich das auch ansprechen. Kümmert euch nicht um die Plugins, das machen wir später mal. Wie gesagt, für die Tutorials 5.3.2, aber generell alles, was ich euch zeige, wird ihr mit der Unreal Engine 5 machen, egal ob es 5.1 ist, 5.2, das funktioniert mit allen. Nur nicht mit der 4er, weil die komplett anders aufgebaut ist, gerade mit dem Layout. Also wenn ihr verfolgen wollt, bitte nehmt eine 5er Version. Wie gesagt, ich nehme die 5.3. Wenn ihr den ganzen Käse runtergeladen habt, das wird wahrscheinlich eine Weile dauern. Wollen wir das starten? Auch das Starten, wundert euch nicht, das Starten wird, gerade wenn ihr das erste Mal startet, eine längere Zeit dauern, bis es ja geöffnet ist. Das ist ganz normal, da gewöhnt euch am besten schon mal dran. Okay, nachdem die Unreal Engine geöffnet ist, schickt ihr uns erstmal in den Projektbrowser. Hier sind halt unsere ganzen Projekte angelegt, an denen wir gerade arbeiten. Ihr werdet hier nichts haben, ich habe noch zwei, in denen ich gearbeitet habe. Wir wollen ein neues erstellen. Ihr habt hier jede Menge Auswahlmöglichkeiten, was ihr eigentlich machen möchtet. Ihr könnt euch das raussuchen, was für euch am besten passt. Wir haben unter den Reiter Games, haben wir zum Beispiel First Person, Third Person. Ihr habt dann immer wieder ein paar andere Vorlagen, zum Beispiel in einem First Person kriegt ihr halt den First Person Charakter mit einer Kanone. Oder Third Person kriegt ihr das Mannequin, mit dem ihr das benutzen könnt. Hier gibt es auch noch ein Auto. Dann haben wir Film und Video, wo es verschiedene Stages gibt. Oder Architektur, da haben wir hier das schöne Haus. Hier noch ein Haus, hier so ein Haus. Und halt für die Autoleute. Man kann hier verschiedene, auch Produkte einfach vorzeigen. Oder halt hier gibt es auch einen Flugsimulator für AR und was weiß ich nicht alles. Ihr könnt euch das raussuchen, was für euch am besten ist. Es ist immer ganz praktisch, dass ihr schon mal eine Vorlage habt. Und wir nehmen jetzt einfach mal das Haus als Vorlage. Einfach, weil es jetzt für das Projekt praktisch ist. Dass wir einfach irgendwas haben, was wir später fotografieren können. Dann könnt ihr unten sagen, dahin, da soll das gespeichert werden. Ich lasse das standardmäßig eigentlich unter dem Dokumentordner, da finde ich es leichter. Und hier könnt ihr einen Projektnamen hinzufügen. Ja, und keine Leertaste, weil das existiert nicht. Und ich möchte den Starter-Content. Wer möchte und dessen PC es schafft, der kann auch Raytracing anschalten. Gerade jetzt für die Aufnahme mache ich es nicht. Das ist, braucht sehr, sehr viel Leistung. Wir machen es ohne. Ich mache hier Tutorial 1 und Create. Jetzt müssen wir wieder kurz warten. Oder etwas länger, je nachdem. Okay, wir haben es geschafft. Wir sind endlich im Unreal Editor. Jetzt können wir auch ein bisschen arbeiten. Ich werde euch die Basics zeigen, wie man so in der Unreal Engine sich fortbewegt. Wie man so die Basics findet. Wie ihr seht, hier gibt es jede Menge verschiedene Tools. Die werden wir uns im Laufe der Zeit anschauen. Momentan konzentrieren wir auf die Basics, auf das Wichtigste. Und wir wollen uns erstmal unserem Viewport, also in dem Fenster, wo ihr die Grafik seht, zurechtfinden. Wir können uns generell bewegen erstmal mit der Maus. Wenn ihr links klickt, könnt ihr hin und her und vor und zurück. Drückt ihr rechts, habt ihr so eine Rundumsicht. Je nachdem, wo ihr hinschaut, habt ihr die komplette stationäre Kontrolle über eure Kamera. Die Maus haben wir diese flache Bewegung, nenne ich es jetzt mal. Das ist generell die Bewegung erstmal rein mit der Maus. Jetzt können wir uns aber auch anders fortbewegen, indem wir entweder links oder rechts drücken, je nachdem, was uns lieber ist.
Ich bevorzuge rechts und mit WASD können wir es, wie ihr es gewohnt seid, im Spiel uns fortbewegen, hier überall ranfliegen. Mit Q geht's hinunter, mit E geht's hinauf und so können wir hier durch alles erstmal durchfliegen, wie wir da Lust zu haben. Und je nachdem, ob wir schneller oder langsam sein wollen, können wir auch hier bei der Kamera einen Speed einstellen. Nach schnell, nach langsam, wie ihr das braucht. Ich bleibe jetzt erstmal bei der 1, das hat ja ganz gut funktioniert. Nicht 0,1. Wir wollen die 1. Das ist ein bisschen hakelig. So. Okay, was auch wichtig ist, wenn ihr Probleme habt, momentan geht es hier, momentan ist in der Szene noch nicht viel. Auch je nachdem, wie gut euer Computer ist, wenn es anfängt zu hängen, haben wir einen kleinen Trick, dem wir uns helfen können. Wir fahren das Ganze ein bisschen runter. Momentan ist es auf den Settings episch eingestellt. Wenn ihr generell einfach Probleme habt, dass es ein bisschen hängt und ihr wollt euch ein bisschen flüssiger bewegen, geht ihr auf Settings. Dann gehen wir auf Engine Scalability Settings. Und dann könnt ihr auf High oder Medium runtergehen. Und ihr seht schon, es wird dann ein bisschen gerade am Licht geschraubt. Sachen sehen nicht so schön aus. Dafür können wir uns flüssiger bewegen. Wie gesagt, solltet ihr das Problem haben. Später, wenn wir Fotos machen, setzen wir das natürlich wieder auf höher, weil wir wollen besonders schöne Fotos haben. Aber für das in der Engine arbeiten ist das schon mal ganz gut. Wir können auch generell uns aussuchen, wie wir Sachen angezeigt kriegen. Das ist jetzt so das Standardding. Wir können aber hier auch auf diesen Knüppel gehen, auf den Knopf oder Ball oder was auch immer das sein soll. Und dann können wir uns sagen, wenn wir eine bestimmte Sache uns anschauen müssen oder wollen, das wird später wichtiger, wenn wir wirklich ins Game Design reingehen, an Game Assets reingehen. Was ich persönlich immer ganz praktisch finde, gerade wenn man an Stellen arbeitet, die sehr schattig sind und man nicht immer überall sein Licht hin und her schieben möchte, kann man sagen, unlit, dann kriegen wir keine Schatten angezeigt. Das kann sehr praktisch sein. Ich gehe wieder auf Lit zurück. Wie gesagt, die meisten anderen Sachen werden dann mehr zur Kontrolle genutzt, falls irgendwas nicht so funktioniert, wie wir sollen, oder um zu checken, ob das so ist, richtig ist. Wir können uns auch hier verschiedene Sachen anzeigen lassen. Zum Beispiel, wir wollen das Grid hier unten nicht. Dann können wir sagen, Grid weg, zack, weg. Die Landscape, die haben wir nicht drin, könnte man auch ein- und ausblenden. Hier ist jede Menge Zeug, das man ein- und ausblenden kann, falls man, wenn man einfach zu viel in der Gegend rum hat und sich auf eine Sache konzentrieren möchte, kann man sich hier ein bisschen helfen. Und man kann auch hier sagen, ich möchte mal eine andere Kameraperspektive. Es sind festgelegte Kameraperspektiven. Später können wir auch, wenn wir neue Kameras reingepackt haben, unsere neuen Kameras hin und her switchen. Aber wir können ja einfach mal nach links. Müssen wir gucken. Hier. Nicht wundern, das ist erstmal im Wireframe angezeigt. Dann gehen wir auf Unlit zum Beispiel und haben hier die seitliche Ansicht. Kann uns helfen, je nachdem, an was wir arbeiten, kann uns das helfen oder nicht. Je nachdem, jeder arbeitet anders da, je nachdem, was gemacht wird, wird auch anders herangegangen. Das ist eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist. Es gibt hier kein wirkliches richtig oder falsch. Solange es für euch funktioniert, funktioniert es. Wie gesagt, das ist so ein Ding, gerade in 3D. Wenn es funktioniert, funktioniert es, egal wie du da hingekommen bist. Nichts ist wirklich falsch, es ist immer nur eine andere Art und Weise, wie man verschiedene Sachen angeht. Also probiert euch aus, tobt euch aus, probiert, wie ihr Sachen selber herstellt. Ich werde euch meine Wege zeigen und dann könnt ihr gucken, funktioniert das? Probiert ein bisschen was anderes aus. Und jeder arbeitet anders. Wir arbeiten hier auch nicht wirklich in der Industrie. Es ist jetzt erstmal so Sachen, jeder arbeitet für sich. Natürlich ist es anders, wenn ihr beispielsweise in einem großen Team arbeitet, dann müsst ihr euch absprechen, wie verschiedene Sachen gemacht werden, damit halt jeder auf einem Punkt ist. Aber wir machen das ja für uns selbst, Projekte für uns selbst, sagen, ist vollkommen wurscht, wie ihr das macht, Hauptsache es funktioniert. Gerade dann, wenn wir ins Offline-Rendering sind, ist scheißegal, ihr müsst nicht gucken, passen die Polygone, funktioniert das, ist die Textur so groß, ist vollkommen egal, wenn es gut aussieht, ist es richtig. So, okay. So viel dazu. Wir haben hier schon jede Menge Stuff drin. Wir wollen jetzt was Neues hinzufügen. Wir haben jetzt nicht so viel. Wir haben hier einen Place Actor. Da ist jede Menge Stuff drin. Und wir gehen jetzt einfach mal in die Basic Shapes. Einfach nur, um zu gucken, wie funktioniert das alles.
Wir nehmen hier unseren Cube. Den packen wir einfach rein, wir ziehen ihn rein, drag and drop und zack ist er da. Momentan könnt ihr den noch nicht wirklich gut bewegen. Ihr könnt den anfassen, aber er tut noch nichts. Wir müssen einmal W drücken. Dann bekommen wir den Bewegungspivot. Dann kann man den hier hin und her schieben. Können auch in der Mitte anpacken und der landet glücklicherweise vielleicht irgendwo da, wo er soll. Dann machen wir den mal hier hin. Wenn ihr dann E drückt, können wir den rotieren. In alle Richtungen. So wie ihr das braucht. Und wenn wir R drücken, können wir den skalieren. Also in die Breite ziehen, in die Höhe ziehen. Auch in seiner Komplette ziehen. Wenn wir die Mitte andrücken, wird er einfach mal komplett. Ihr seht ja, das Ganze springt ja mehr. Das hat ja hier so verschiedene eingesetzte Bewegungsabläufe oder bestimmte Sprünge, die es macht. Das ist Snapping. Nennt sich das so. Ich habe hier Quick Snapping auf 10 Pixel. Also springt er immer 10 Pixel weit. Wenn ich sage, okay, das ist mir jetzt zu doof, ich will vielleicht irgendwas Bestimmtes abmessen. Gerade für Wände kann das praktisch sein. Sag, okay, alle 500. Dann seht ihr hier, unser Grid verändert sich schon, weil ich das Moving, um es besser anzupassen. Wenn ich ihn jetzt bewege, springt der alle 500 Blöcke weit oder 500 Pixel weit. Das funktioniert natürlich auch in alle anderen Richtungen. Wir haben hier zum Beispiel beim Drehen 10 Grad. Wir wollen vielleicht, drehst du dich immer nur um 90 Grad, weil wir sind gerade am Wende machen. Zuck, 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 zuck. Ist vielleicht beim Würfeln ein bisschen blöd. Hier geht's, weil er länger gezogen ist. Ich mache es wieder auf 10. Das gleiche auch beim Skalieren. Wir wollen sagen, vielleicht alle 10 Einheiten skalieren. Jetzt habe ich es ausgemacht. So kann ich es ausmachen. Wenn ihr draufklickt, dann grau ist, dann ist es aus. So, alle 10 Einheiten springt er nur. Kann Sachen, gerade bei Architektur, beim Erstellen von Abständen etc., ist das super praktisch. Guckt da ein bisschen drauf, wie ihr das für euch oder für das aktuelle Projekt braucht, wie es funktioniert für euch. Wenn ihr den Cube jetzt nicht mehr haben wollt, sagt ihr, ich hab's mir anders üblich, ich will vielleicht da was ganz anderes haben. Anklicken, entfernen und er ist weg. Und ja, wir können hier ganz jede Menge Basic Shapes, da könnt ihr ja schon mal ein bisschen was draus basteln. Wir können, was weiß ich, hier so einen Turm basteln. Wir packen hier, ich mache mal den ein bisschen größer, packen den hier hin, machen das hier als Dach drauf. Müsst euch ein bisschen umgewöhnen, wie die Bewegung ist. Ah, ich habe hier eine kleine Lücke. Das soll so, ist Kunst, gehört so. Und dann könnt ihr das hier zusammen basteln, wie ihr es möchtet. Das ist jetzt hier Place Actors. Hier könnt ihr auch Lichter einfügen, wenn ihr ein bisschen hübsches Licht machen wollt. Wir haben auch generell hier jede Menge anderen Käse. Wie gesagt, für uns ist jetzt erstmal Shapes wichtig, später dann noch Licht, weil Beleuchtung ist immer ein bisschen schön. Und wir haben einen Content Drawer, also einen Content Schublade. Der versteckt sich hier unten, den kann man ein- und ausfahren. Wen das nervt, ihr könnt ihn hier oben auf Plus auch rausholen. Da Content Browser 1, 2, 3, 4, könnt ihr euch 4 Stück holen, dann kriegt ihr ein Fenster. Und wir haben schon die Partikel. Partikel sind immer ganz nice. Machen wir hier mal ein bisschen Rauch. Dann haben wir hier ein bisschen Rauch. Wir werden uns irgendwann auch mal Partikel anschauen, aber bis jetzt nehmen wir jetzt erstmal hier die Standard-Dinger, weil das, nee, ich wollte das Feuer, das war das Feuer, ich sollte vielleicht lesen. Steht hier drauf, was es ist. Ist halt alles in Englisch. Und dann, ja, haben wir hier ein bisschen Feuer, immer, keine Ahnung, auf unsere Pyramide draufsetzen oder so. Kreativ, freien Lauf gelassen. Macht das, was euch glücklich macht. Und hier haben wir jede Menge andere Ordner. Es ist schon immer ein bisschen was drin, je nachdem, was ihr euch für ein Starter-Pack ausgesucht habt, habt ihr hier alles mögliche drin. Töne, wir haben hier funktionierende Lampen schon drin, etc. etc. pp. Das könnt ihr alles Drag-and-Drop-mäßig reinziehen. Und drauf losbasteln, wie ihr das lustig findet. So, wir wollen vielleicht jetzt mal ein paar komplexere Sachen machen, ohne dass wir uns jetzt an ein 3D-Programm setzen wie Blender. Wir können uns auch zum Beispiel hier Geometrie holen. Das sind hier so rohe, nenne ich es mal, Vorlagen. Wir haben hier einen Cube. Ich fange immer mit Cube. Ich mag Cubes. Aus Cube besteht die Welt. Wir haben hier einfach einen Standard-Cube. Und die können wir, am besten passt ihr die immer hier an. Könnt ihr auch einfach ziehen. Ihr könnt aber auch sagen, ich mache hier eine Zahl rein. Mal vielleicht 300. Und dann machen wir hier
30 für die Breite. Dann können wir beispielsweise hier erstmal eine Wand machen. Jetzt brauchen wir da für die Wand noch ein Loch für die Tür. Ihr könnt Sachen duplizieren, indem ihr Alt drückt und das wegzieht. Dann habt ihr es nochmal. Ich ziehe das erstmal hier hin. Ich mache das ein bisschen kleiner, ein bisschen kürzer und ein bisschen breiter. Und ziehe mir das so hin, wie ich es brauche. Ist jetzt auch nicht so schlimm, dass ich das in den Boden versenke. Ist jetzt vollkommen egal. Und dann gehen wir auf Brush Type. Dann haben wir Additive, also hinzufügen. Dann kommen wir Subtractive, wegnehmen. Zack, und dann haben wir eine Tür. Das könnt ihr mit allen machen. Ganz praktisch finde ich hier immer so Stufen, so Treppen. Das ist immer ganz nice. Es kann immer sehr praktisch sein. Und dann könnt ihr erstmal lustig, wie ihr seid, alles Mögliche machen. Diese ganzen Brushes könnt ihr hier einstellen, wie groß ist der Radius an der Treppe, wie weit sind die Treppen, wie hoch ist das ganze Ding, wie viele Stufen habe ich an dem Ding und so weiter und so fort. Könnt ihr hier ja meine Helix ins Nirgendwo machen. So, wenn ihr mit dem Käse zufrieden seid, könnt ihr das so lassen, wie ihr möchtet. Wir können auch sagen, gerade hier, das mit der Tür. Vielleicht brauchen wir die ja mehrmals und wir wollen nicht jedes Mal die Wände hinziehen und das gleiche Block dazu packen. Wir machen ein statisches Mesh draus, also ein Static Mesh. Das heißt, wir machen aus der noch losen Geometrie ein fertiges Mesh, also hier so was Festes, das halt für sich fertig ist. Dann gehen wir hin, nehmen ihn und versuchen irgendwie den Unsichtbaren zu klicken. Funktioniert schwierig mit Steuerung. Aber ich habe den hier. Wir gehen jetzt auf erstmal den, der sichtbar ist, dann auf den unsichtbaren, dann ein bisschen runter, unter Advanced, Create Static Mesh, drücken da drauf. Der fragt uns, wohin soll das gespeichert werden und wie soll es heißen. Ich sage einfach mal, Wand. Wichtig, keine Leerzeichen. Unreal Engine kann keine Leerzeichen. Wand-Tür. Ihr könnt das benennen, wie ihr das lustig findet, wie ihr das findet. Wer Sachen clever benannt, so dass er auch wieder findet, der hat schon mal viel gewonnen. Gerade wenn es sehr unübersichtlich wird, weil ihr immer alles suchen könnt. Überall habt ihr hier eine kleine Lupe. Da ist sie. Dann könnt ihr Sachen suchen. So, das ist jetzt fertig. Das ist jetzt ein Static Mesh. Wie ihr seht, ich kann den unsichtbaren Cube nicht mehr anfassen. Das ist fertig. Der ist jetzt halt leider ein bisschen einfarbig. Das ist ein bisschen doof. Das wollen wir nicht so. Dann hole ich mir wieder meinen Content-Browser, den ich komischerweise wieder weggeklickt habe. Ihr müsst immer ein bisschen suchen. Ich muss immer noch suchen. Ich arbeite schon so lange in Unreal Engine, aber ich muss immer die Teile noch suchen. Das ist nicht so schlimm, ist normal. Unter Materials haben wir fertige Materials. Und dann suchen wir uns was Schönes aus, was die Tür vielleicht für ein Material haben soll. Vielleicht, keine Ahnung, wollen wir. Wir sind ein bisschen fancy, wir nehmen das. Einfach draufziehen. Tada. Und fertig. Schon habt ihr eine Farbe drauf. Wenn ihr zweifarbig haben möchtet, müsst ihr das machen, bevor ihr das zu einem Static Mesh macht. Zum Beispiel bei der Treppe kann man sagen, ich packe jetzt hier bei den Stufen zack, 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 zack drauf. Und hier an den Kanten, dann mache ich was anderes drauf. Das müsst ihr vorher machen, bevor ihr das zum Static Mesh macht. Sonst sagt er überall, das ist ein Ding. Okay, vielleicht wollen wir auch unsere Treppe ein Static Mesh machen. Wichtig ist, wenn ihr das machen möchtet, ihr seht schon, wenn wir nur ein Fenster hier anklicken, dann sagt er Clean Geometry Materials. Das wollen wir nicht. Wir müssen es so anklicken, dass keine Fenster ausgeklickt sind. Am besten, ist, also am einfachsten finde ich, ihr klickt auf was anderes, klickt in eurem Outliner wieder drauf. Und dann suchen wir auch hier Create Static Mesh. Und dann packen wir das auch hier. Machen wir Spiral Stairs. Create Static Mesh. Und tada, es ist wieder ein Static Mesh. Und alles, was ich hier, wie gesagt, nicht ausgewählt habe als Material, ist jetzt halt ein Material. Packen wir hier, keine Ahnung, den Stein drauf. Einfach nur, dass ihr wisst, wie es geht. So könnt ihr halt erstmal sehr, sehr simple Sachen selber machen, auch wenn ihr null Ahnung habt vom 3D-Modellieren. Okay, wir haben ja jetzt ein bisschen mit dem Quatsch gearbeitet, der so Standard, wie sich immer in Unreal Engine vorhanden ist. Wir wollen uns jetzt aber andere Assets holen von ja, anderen Leuten, die erstellt haben. Ich werde euch drei Plattformen zeigen, wo ihr was holen könnt. Es gibt natürlich viel, 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 viel mehr. Aber es sind halt die drei, die ich persönlich selber nutze, weil sie einfach kontrollierbarer sind, was die Qualität angeht,
was die kommerzielle Nutzung angeht. Das ist ein wichtiger Punkt, gerade wenn ihr sagt, ihr macht Bilder und veröffentlicht die auf Twitter, auf Instagram oder sonst was. Oder ihr werdet Videos machen, wenn ihr solche Seiten, also wenn ihr irgendwas öffentlich postet, muss es kommerziell nutzbar sein. Da müsst ihr sehr stark drauf achten. Am Ende kann es sein, dass ihr sonst Ärger bekommt. Das wollen wir uns ersparen. Deswegen nutze ich halt gerade diese Seiten ganz gerne, weil es da halt leichter zu kontrollieren ist. Und auch später, wenn es ums Games geht, die Game Assets, man kann sich die Assets selber angucken. Oder es sind sogar Seiten, die speziell dafür ausgelegt sind, dass sie Assets für Spiele haben. Und ja, deswegen. Zwei Sachen zeige ich euch, die einfach direkt mit der Unreal Engine verbunden sind, weil es auch einfach für uns bequemer ist. Das ist der Epic Game Store und wir schauen uns Quixel Bridge an. Und das dritte ist eine Drittanbieter, nenne ich es jetzt mal, ist Sketchfab. Da könnt ihr halt auch super gut sehen, wie die Assets aufgebaut sind und so weiter. Es ist leicht kontrollierbar und ihr könnt auch direkt filtern. Bitte zeigt mir nur Sachen an, die kostenlos sind oder die kommerziell nutzbar sind. Das werden wir gleich durchgehen. So. Wir fangen jetzt einfach mit dem Epic eigenen Marketplace an. Wir kommen auch ganz simpel hin. Wir gehen hier oben auf unseren Kasten mit dem Plus. Und da haben wir den schon direkt verbunden. Marketplace. Und dann geht unser Epic Launcher nämlich wieder auf, falls ihr den geschlossen habt. Und dann sehen wir auch direkt, wir haben hier jede Menge verschiedenster Sachen. Und da können wir hingehen. Hier sind gerade ein paar Sachen kostenlos. Kann man sagen, okay, Add to Cart. Der kostet gerade nichts. Wir nehmen den hier mit. Add to Cart, der kostet auch nichts. Wir nehmen das auch mit. Vielleicht nehmen wir das auch mit. Einfach Add to Cart, könnt ihr alles nehmen. Und könnt einfach schauen. Wir können auch sagen, ich möchte ein bisschen filtern. Ich möchte nach Free Assets filtern. Dann zeigt er uns direkt einfach kostenlose Sachen an. Vielleicht ist da was dabei, was euch gefällt. Vielleicht nehmen wir hier mal einen Steinbrunnen mit. Oh, das ist Favorisieren, Add to Cart. Sucht dort aus, was ihr möchtet. Hier, das können wir vielleicht einfach direkt in unsere Szene nehmen und einfach ein paar Schränke verteilen oder so. Wenn ihr euch alles rausgesucht habt, was ihr möchtet, wie gesagt, guckt drauf, ob die gratis sind. Wenn nicht, müsst ihr die bezahlen. So einfach ist es. Geht auf euren Einkaufswagen. Mal sagen, okay, Checkout. Da das jetzt alles kostenlos ist, müssen wir keine PayPal, keine Kreditkarte oder irgendwas angeben. Das ist mit eurem Account direkt verbunden. Hier nochmal zur Kontrolle. Und wir schicken die Bestellung ab. Und wir stimmen zu. Wir kriegen auch eine E-Mail. So, jetzt haben wir die erstmal generell gekauft. Die sind jetzt auf unserem Epic Games Account festgelegt. Gehen wir wieder in die Bibliothek. Dann gehen wir hier runter. Und hier sind unsere ganzen Sachen, die wir schon mal gekauft haben. Je nachdem kann das schon ein bisschen viel werden. Und wir suchen uns einfach was aus, was wir mitnehmen möchten. Wir nehmen vielleicht die Pumpkins mit. Ist zwar Halloween, aber egal. Dem Projekt hinzufügen. Und dann sagen wir, wir gehen das Tutorial 1 hinzufügen. Und das lädt dann jetzt. Wir nehmen hier vielleicht noch ein bisschen Furniture mit. Packen das auch mit hier hin. Projekt hinzufügen. Und so einfach ist es. Ihr könnt jede Menge Sachen, die ihr hier habt, einfach dem Projekt hinzufügen. Okay, eine Sache ist hier noch wichtig. Es kann sein, dass manche Sachen Engine-gebunden sind, dass manche Sachen nur in der Engine 5.1 funktionieren zum Beispiel. Ist weniger der Fall bei Assets, ist mehr der Fall bei Plugins und ganzen Projekten. Dann bekommt ihr das aber auch nochmal gezeigt. Gerade wenn ihr Sachen kauft, kontrolliert bitte, bitte, gerade bei Plugins und Projekten, ob das auch wirklich für eure Engine, in der ihr das nutzen möchtet, geeignet ist. Das steht alles in der Beschreibung drin. Bei Meshes ist das weniger der Fall. Da ein bisschen drauf gucken oder halt andersrum, wenn ihr wisst, ihr wollt eine bestimmte Sache machen, ihr sucht die Plugins dafür raus, dass ihr die passenden Engine dann installiert und da dann halt weitermacht. So, okay. Wenn das jetzt alles runterlädt, zeige ich euch in der Zwischenzeit noch eine andere Seite. Wir machen das jetzt mal auf klein. Wir haben auch nämlich direkt in der Unreal Engine noch eine andere Möglichkeit, nämlich Quixel. Und die arbeiten auch mit Unreal Fest zusammen. Das ist ein Partner von Unreal. Und dann gehen wir auch hier hin und wir sagen, wir möchten bitte die Quixel Bridge. Das ist schon in der Unreal Engine 5 direkt verbunden. Und da geht auch direkt ein neues Fenster auf. So, wir bekommen wie gesagt ein neues Fenster für die Quixel Bridge. Ihr müsst euch hier oben auch nochmal anmelden, falls es nicht geklappt hat. Das passiert immer mal wieder, dass es euch rausschmeißt. Meldet euch einfach neu an mit eurem Epic-Account und dann könnt ihr das direkt verbinden. Und auch hier suchen wir uns verschiedene Sachen raus. Wie gesagt, wir haben auch allerlei Sachen. Wir haben Materialien, wir haben
verschiedene Assets. Wir haben auch Decals, also verschiedene Stempel, die wir überall verteilen können, wie Dreck, Blut etc. Und auch hier können wir uns verschiedene Sachen raussuchen. Mal gucken, ob wir was Schönes finden, was wir vielleicht auf unsere Tische platzieren können. Vielleicht nehmen wir mal so einen Totenschädel mit. Gehen wir hier drauf, klicken den an. Da sehen wir auch hier Informationen. Hier haben wir die Größe im Verhältnis zu so einem Menschen. Der ist 1,80 und dann sieht man ungefähr, wie groß es ist. Closed heißt, es sind keine Löcher von, also es ist ein komplettes Mesh, ist komplett rundherum. Ähnliche Sachen und wir haben auch aus einer Kollektion. Hier unten können wir uns raussuchen, welche Qualität die haben möchten. Da müssen wir aufpassen, je nachdem. Wir machen gerade kein Spiel, also ist es uns völlig egal. Wir können sagen, wir hauen hier den High-Quality-Shit rein. Ich persönlich bevorzuge Nanite. Das ist einfach das neue Verfahren, das Unreal hat, das alles nochmal ganz anders darstellt und aufbaut. Ich werde darüber ein bisschen mehr reden, wenn wir wirklich dazu kommen, wenn es ums Game Asset geht. Momentan ist es für Fotos vollkommen egal. Nehmt Nanite, nehmt High Quality oder einfach, um das Tutorial einfach gleich zu bleiben, wir nehmen jetzt einfach mal High Quality. Sagen wir Download. Das lädt dann runter. So. Nachdem das runtergeladen ist, können wir das über Add hinzufügen. Ja, und das war schon. Das Add fügt es einfach direkt in unser Projekt, das offen ist, hinzu. So, ich habe hier noch ein Buch. Wir können das auch Ganze, wenn wir hier nicht machen wollen, können wir uns sagen, ja, hier, ich hatte High Quality eingestellt, es wird jetzt auch überall High Quality nehmen. Ich kann auch hier sagen, Export. Also Add. Wenn ihr bestimmte Sachen sucht, könnt ihr das auch hier oben in der Suche eingeben. Wichtig hier, das ist alles in Englisch. Einfach englische Begriffe eingeben, wenn nicht googelt ihr oder ihr kriegt halt hier Vorschläge. Wir mal gucken, ob wir eine Kerze finden. Haben wir eine Candle. Haben wir hier, haben wir so eine Stumpenkerze, lade ich mir runter. Und hier so eine angebrannte Kerze, die hat schon ein bisschen Wachs verloren. Warte, bis das ja, geladen ist. Hole mir vielleicht hier noch den Candleholder dazu. Und exportiere das alles. Okay, ich würde sagen, jetzt haben wir erstmal ein paar Assets runtergeladen. Wir wollen die vielleicht alle auf einen Tisch stellen und dazu brauchen wir vielleicht eine Holztextur. Einfach für so einen Holztisch passt das doch eigentlich ganz gut. Dann gehen wir unter Surfaces und dann suchen wir unten ein bisschen Wood, haben wir Holz. Dann kann man hier einfach, letzte Assets ist mal das letzte, was hinzugefügt worden ist, ob wir hier was Passendes finden. Wir können aber auch hier was Genaueres suchen. Mal gucken, ob wir hier irgendwas finden, was irgendwie Holztisch. Guck mal, das könnte doch ein Holztisch werden, wenn es möchte. Ich nehme jetzt einfach mal hier den als Holztisch. Auch hier runterladen. Auch hier haben wir dann halt wieder die Größe. 2x2 Meter ist die Textur. Und auch hier nehme ich einfach wieder High Quality, weil wir momentan auf nichts achten müssen. Hauptsache, es sieht schön aus. Auch hier Add. Nachdem wir hier erstmal alles haben, was wir möchten, zeige ich jetzt auch euch noch die dritte Webseite, die jetzt nicht direkt mit Unreal verbunden ist. Alles, was ich euch gezeigt hatte, ist einfach direkt in unsere Projekte hinzugekommen. Jetzt wollen wir von einem Drittanbieter was holen, der nicht direkt über die Unreal Engine läuft und wir müssen den ganzen Käse dann importieren. So, das ist die Seite Sketchfab. Ich habe die auch unten in der Beschreibung für euch verlinkt. Ich finde die Seite sehr, sehr praktisch. Wie gesagt, man kann die 3D-Modelle kontrollieren und wir können halt auch hier sehr gut filtern, was wir suchen. Wir gehen einfach mal auf Suche. Und wir sagen Kategorie egal, Datum egal, Lizenz wichtig für uns. Können wir schauen, welche können wir nutzen? Und wir haben auch immer eine kurze Erklärung. Wichtig ist für uns der Satz Commercial Use is allowed. Alles, was das hat, können wir sagen ja. Und das ist halt wieder so eine Sache, da muss man halt wieder lesen, weil es erlaubt ist. Das lasse ich jetzt erstmal weg. Und wir wollen hier direkt Downloadable. Wir können auch suchen nach animierten Sachen etc. etc. Das ist jetzt erstmal so standardmäßig. Das alles ist kommerziell nutzbar und wir können uns reinladen, was wir wollen, was uns gefällt. Wir können uns die verschiedenen Sachen angucken. Vielleicht wollen wir hier so einen süßen kleinen Schieber. Wir hatten bis jetzt ein bisschen Horror, ein bisschen Grusel, vielleicht jetzt mal was Niedliches. Wir können uns den hier genau anschauen. Anfangs ist es ein bisschen blurry, das ändert sich. Aber hier können wir aus allen Richtungen angucken. Einfach mit der linken Maustaste bewegen. Wichtig wird später der, ja, komm her, Modellinspektor. Dort können wir uns verschiedene Sachen anzeigen lassen, unter anderem den Wireframe. Wie viele Pixel hat das Ding? Wie gesagt, für uns jetzt erstmal vollkommen Wurst. Interessant eher für die Leute, die für Games arbeiten.
Wenn auch Modelle zum Beispiel animiert und so weiter sind, kann man hier sich auch die Bones anzeigen lassen. Aber das machen wir dann irgendwann anders da. Wir nehmen den Final Render. Hier, schöner Wauzi. Dann nehmen wir den mit. So, wir sind runter. Gehen wir einfach mal auf Download. Hier bekommen wir die Möglichkeit, in welchem Format wir das runterladen können. Am besten ist, wenn die Möglichkeit besteht, lade das als FBX runter. Da ist am meisten abgespeichert. Das enthält die meisten Informationen. Danach kommt OBJ. Alles andere, das müsstet ihr erst unkonvertieren. Das wird in Unreal nicht so gut funktionieren. Also wie gesagt, guckt, wenn es geht, FBX zu nehmen oder OBJ. Für Leute, die ein bisschen Erfahrung mit Blender haben, die können auch die anderen Formate nehmen und die unkonvertieren und eine FBX rausspeichern. Hier ist aber FBX vorhanden, das ist immer ganz gut. Wir machen einen Download. Und dann laden wir den ganz normal runter. Ihr seht auch hier, wir bekommen direkt eine ZIP-Datei. Wir können dann halt, wenn wir möchten, weiter shoppen, einfach X. Und dann sind wir wieder hier. Vielleicht finden wir noch irgendwie einen Freund, den wir dem Corgi geben können. Und dann haben wir hier so einen kleinen süßen Pilz. So ein guter Freund von unserem kleinen süßen Hundi. Dann auch hier wieder Download. Auch hier haben wir zum Glück eine FBX. Download. Und das wird runtergeladen. Ich lasse auch gerne mal einen Follow oder einen Stern. So. Okay, auch hier haben wir jetzt zwei verschiedene Assets runtergeladen. Ich denke, das reicht jetzt für das erste. Dann gehen wir wieder an unsere Unreal Engine. Wir haben hier den Content Browser und ich packe jetzt erstmal hier einen neuen Folder rein. Also einfach einen neuen Ordner, wo ich einfach alles runterlade und versuche ein bisschen Ordnung zu schaffen. Wir haben zum Glück nicht so viel, da ist das nicht so schwer. Ich mache einfach einen neuen Folder. Und nenne ihn Sketchfab. Doppelklick drauf. So. Und hier laden wir einfach alles rein. Dazu müssen wir die ganzen ZIP-Dateien, die wir hier runtergeladen haben, erstmal entpacken. So, nehmen wir erstmal unseren Schieber, gucken erstmal, wie sieht das in dem Projekt aus. Okay, wir haben hier zwei verschiedene Ordner. Und noch eine ZIP. Okay, extrahieren. Extrahieren. So. Okay, hier haben wir die FBX. Die machen wir einfach Drag and Drop rein. Zack. Bekommen wir ein neues Fenster. So, wir bekommen jetzt erstmal ein sehr unübersichtliches Importfenster. Das meiste ist für unsere Zwecke jetzt erstmal komplett irrelevant. Ich werde nach und nach auf Sachen eingehen, die wichtig werden können für verschiedene Sachen. Das, was für uns erstmal wichtig ist, ist, wenn wir Advanced öffnen, wir haben das Mesh, wir wissen nicht, wie das aufgesetzt ist. Wir wollen es auch nicht extra in Blender angucken. Es kann sein, dass so Meshes in verschiedenen Teilen in eine FBX reingeladen werden ist oder reingeladen wurde. Und mit Combine Meshes sagen wir Unreal, egal wie das Ding da jetzt in der FBX zusammengedröselt ist, macht da ein komplettes Mesh draus und lad nur dieses eine komplette rein und nicht diese ganzen Einzelteile. Ist sehr praktisch, wenn man, wie gesagt, Sachen hat von Fremden und man nicht weiß, wie das aufgesetzt ist. Das meiste ist für uns jetzt nicht sonderlich relevant. Wir können ihm noch sagen, schaue nach dem Material, ist was aufgesetzt? Wenn ja, kreiere ein Material und importiere mir die Texturen. Wenn es gut läuft, übernimmt Unreal alles. Je nachdem, was ihr machen möchtet, könnt ihr auch sagen, ich möchte das ausschalten oder nicht. Wie gesagt, für uns ist es jetzt in dem Fall einfacher zu sagen, vielleicht ist ja schon alles festgelegt, so wie das Mesh aussah, gab es ja eh nur eine Base Color und wir wollen die ja haben. Also importieren wir es mit Suche nach Material. So, wir haben das Mesh hereingeladen. Leider hat das mit dem Material nicht funktioniert. Das ist komplett weiß. Das sollte nicht so sein. Wir hatten ja einen Hund, der war relativ orange. Dementsprechend sollte da auch orange vorhanden sein. Nicht so schlimm, dann zeige ich euch auch, wie man Material erstellt und aufsetzt. Ein ganz simples, wir machen nicht viel. Wir löschen das hier erstmal raus, entfernen. Force Delete, es ist mit dem verbunden. Dann machen wir Force Delete, das brauchen wir nicht mehr. Ich zeige euch auch gleich, wie man Materialien mit dem Static Mesh kombiniert und zusammensetzt, sodass es halt eine Einheit ist. Vorher sehe ich aber, bevor wir das Material jetzt machen, unser Mesh ist ziemlich klein auf dem Bild. Mal gucken, ob das so wirklich auch so klein ist und nicht nur ein Anzeigefehler. Und ja, es ist ziemlich mini. Ist jetzt nicht so schlimm, kein Weltuntergang. Wir können das in der Szene skalieren. Aber dadurch, dass das so mini ist, ist es schwer, das Ding überhaupt erstmal zu finden. Wir müssen das im Outliner finden und dann skalieren. Das ist total bescheuert. Wir machen das jetzt einfach ein bisschen größer. Wir gehen hier runter und irgendwo sollte Import Settings sein. Hier. Wir falten das aus. Wir brauchen die Transform und Import Uniform. Warte mal. Ah, meine Maus funktioniert nicht richtig hier. Import Uniform Scale ist die Skalierung, die es importiert. Ist so auf 1, das ist halt die 1 zu 1 Größe. Jetzt machen wir, sagen wir, 1 zu 100, weil das Ding ist halt schon echt mini. Und wir können das reimportieren.
Das funktioniert nur, wenn ihr das Mesh in euren ganzen Ordner nicht verschoben habt. Wenn ihr das verschoben habt, kann es sein, dass es nicht richtig funktioniert. Dann müsst ihr das anders machen. Wenn ihr das Modell irgendwo in euren Ordnern verschoben habt, kann man das trotzdem finden. Man muss halt auf das Modell gehen, Rechtsklick, dann suchen wir wie Import with New File und dann könnt ihr euch das neu quasi verlinken. Dann habt ihr das auch wieder. So, jetzt steckt das aber auch noch ein bisschen im Boden drinne. An für sich nicht schlimm. Mich persönlich nervt das. Ich mag das nicht, wenn das so halb versunken ist. Jetzt haben wir hier die Import Translation und wir wissen so erstmal gar nicht, welche Achse ist jetzt eigentlich gemeint. Falten wir das aus, dann kriegen wir X, Y und Z. Und wir können hier einfach ein bisschen spicken. Welche Achse ist wo? Wir wollen das nach oben, also Richtung Z verschieben. Und dann sagen wir, wir machen es mal auf 80 hoch, so Pi mal Daumen. Hier müssen wir halt schätzen, wir wissen die genaue Skalierung von dem Ding nicht. Wir schätzen jetzt mal auf ca. 80. Und dann ist ein bisschen weiter oben. Dann gehen wir mal vielleicht auch auf 100. Und probieren das mal aus. Und man kann einfach so lange hin und her wursteln, bis man das dann irgendwie hat, so wie man das haben möchte. Wir lassen das mal auf. Wir müssen hier gleich in das Material noch was reinpacken, dass wir das miteinander verbinden. Das ist immer das Schöne, man kann verschiedene Sachen miteinander verlinken, dass man die nicht immer wieder suchen muss. Denn wenn wir das Mesh so wie es jetzt ist hier reinsetzen, ist kein Material drauf. Ist ein bisschen doof, wenn wir das mehrmals reinziehen möchten mit dem gleichen Material und das müssen wir immer wieder aufeinander draufziehen. Das ist ein bisschen doof. Wir verbinden das gleich alles miteinander. Dazu brauchen wir erstmal das Material. Machen wir auch Rechtsklick, Material, benennen das mit dem Hundi, Doppelklick und dann können wir es erstellen. So, jetzt haben wir hier erstmal das Standardmaterial. Es wird in der Unreal Engine ein bisschen anders aussehen, weil wir haben in Sketchfab einen Toon Shader gesehen. Den haben wir jetzt so nicht zur Verfügung. Wir können vielleicht in Zukunft irgendwann mal einen basteln. Aber es ist nicht weiter schlimm. Wir gucken jetzt erstmal, was sind für Texturen eigentlich vorhanden. Wir haben hier tatsächlich zwei Texturen, einmal die Base Color und eine AO, ist eine Ambient Occlusion, die können wir hier reinmachen. Ambient Occlusion könnt ihr euch vorstellen, es ist eine Art Selbstschatten, der dann einfach auf das Modell drüber gelegt wird, sowas wie, wenn ihr ein bisschen mit Photoshop gearbeitet habt, so in der Art wie mit dem Multiplayer Layer, wird das so ähnlich hier auch im Material aufgesetzt, also so ein bisschen so ein Eigenschatten, dadurch wirken viele Modelle einfach schöner. So. Die Base Color, die ziehen wir mal hier rein. Einfach Drag and Drop hier rein. Und auch die Ambient Occlusion, da wir sie ja haben, nehmen wir sie auch mit. Dann gehen wir RGB, packen wir Ambient Occlusion und unsere Base Color auch RGB in die Base Color. So. Dann hätten wir das einmal so. Das ist jetzt, finde ich, persönlich ein bisschen shiny. Ich kann das ja mal ein bisschen anders zeigen. Wir können auch sagen, wir möchten das auf den Hund machen. Denn wir können auch sagen, wir müssen das auf 100 machen, dann klicken wir ihn einfach an und sagen hier auf das Mesh und dann ist er hier. Der wirkt jetzt so ein bisschen wie aus Plastik, der ist hier so ein bisschen shiny, das wollen wir ändern. Wir drücken einfach die 1 und die linke Taste und dann bekommen wir hier so einen Wert. Das ist ein, nennt sich Float und damit kann man verschiedene Zahlen eingeben. Wir packen das in unsere Roughness rein und er steht jetzt hier auf 0 und 0 heißt in der Roughness, er ist sehr glänzend, das wollen wir nicht. Wir packen das auf 1. Das heißt, er ist nicht glänzend, er ist matt. Und das sieht auch eigentlich schon mal ganz okay aus. Das lassen wir jetzt so, das sind wir jetzt erstmal fertig. Wir speichern das und verlinken das. Wir haben hier ganz oben, sehen wir ja schon, da ist ein Material. Und da ziehen wir das einfach auch rein. Und tada, es ist verlinkt. Und jedes Mal, wenn wir unseren Hund jetzt reinziehen, hat er genau dieses Material. Das kann sein, je nachdem, was ihr habt. Es kann auch sein, dass ihr mehrere Materialien habt, weil ihr verschiedene Objekte drin habt, verschiedene Eingrenzungen, verschiedene Einteilungen habt. Wie man das irgendwann machen, zeige ich euch später irgendwann mal in einem Tutorial. Man kann sich da ein bisschen helfen, wenn man herausfinden will, was ist was. Wir können das entweder highlighten, das wird dann umkranzt, oder isolieren. Falls wir jetzt irgendwelche anderen Materialien hatten, dann wäre das verschwunden. Dann sieht man einfach am besten, welches Stück ist es jetzt. Haben wir hier nicht. Vielleicht haben wir es beim Pilz. Weiß ich noch nicht, haben wir nicht reingeladen. So. Das Ganze machen wir jetzt auch mit unserem Pilz. Das ist nicht schlimm. Also wenn er sagt, nur Smoothing Hoop ist
erstmal egal, wird später wichtig, wenn wir halt in selber Meshes machen gehen und halt selber bearbeiten. Wir sehen, wir haben schon ein bisschen was gefunden. Der ist schon deutlich größer. Und ja, erscheint sehr farbig zu sein. So, wir haben jetzt hier lauter einzelne Einteilungen. Mal gucken müssen, was ist. Da haben wir aber von Vorteil, dass wir hier das alles einteilen können. Ja, das hatte ich gemeint mit den verschiedenen Materialien. Und mal schauen, vielleicht haben wir eine Textur und nicht nur Farben. Texturen. Ja, hier haben wir jede Menge Farben. Packen wir die auch rein. Müssen wir das zuordnen? Es ist zum Glück alles benannt, das ist jetzt ein bisschen mehr Arbeit. Dann schauen wir mal, wir gehen hier in das Augenweiß. Doppelklick drauf. Augenweiß. Ich ziehe das mal ein bisschen kleiner. Mach das mal ein bisschen größer. Wir können jetzt halt entweder sagen, es ist ja eh nur die Base Color, ich weiß, wo die ist. Ich ziehe die hier rein und pack die da drauf. Hier wird sich jetzt nicht viel verändern, weil wir quasi weiß mit weiß ausgetauscht haben. Und das müssen wir jetzt quasi mit allen machen. Ich fange mal von vorne an und gehe dann einfach hier die Reihe durch. Ja, so, und dann haben wir unseren kleinen Pilzfreund hier. Aus irgendeinem Grund war hier kein Mund angelegt, ist nicht so schlimm. Grün finde ich jetzt persönlich ein bisschen doof. Wir können aber die Farbe ändern. Hier ist ein Parameter angelegt und mit diesem Parameter können wir eine Farbe auswählen. Mal Doppelklick drauf, dann kriegen wir hier so ein Farbrad. Ich sage, ich möchte den Mund vielleicht schwarz haben. Machen wir den schwarz, okay. Auch ihn hier finde ich ein bisschen shiny, also werde ich überall in den ganzen Materialien noch mal kurz die Roughness anpassen, wie wir es gerade bei dem Shiba Inu gemacht haben. Eins, Linksklick, einfügen in die Roughness auf eins. Eins, hallo eins. So kann ich nicht da 1 reintippen. 1. So. Ich kann mir es leichter machen und einfach auch sagen, ich möchte diese Note hier mit Steuerung C kopieren. Dann muss ich die nicht immer eintippen. Und mache das jetzt hier bei allen nochmal kurz. So. Im Nachhinein habe ich mich doch dafür entschieden, bei den Augen ein bisschen Glanz reinzumachen. Also habe ich anstatt 1 auf 0,2 gemacht. Dementsprechend sind die ein bisschen shiny. So. Dann hätten wir das jetzt auch abgeschlossen. Unseren kleinen Pilz haben wir auch. So, jetzt haben wir einige Assets vorbereitet. Jetzt können wir auch mal anfangen, ein bisschen was zu platzieren und auch vielleicht ein paar Fotos davon zu machen. Und ich habe mir gedacht, wir fangen am besten mit den zwei Kandidaten hier an. Ich will die jetzt aber nicht so auf dem blanken Blatt haben. Ich will die auch nicht hinter dem Hintergrund von dem Haus haben. Ich möchte vielleicht nur den Himmel als Hintergrund haben. Oder ich packe mir eine Farbe in den Hintergrund, eine Plane mit einer Farbe und habe das dann später zum Ausschneiden, dass ich mir das in einem Bildbearbeitungsprogramm irgendwie noch reinziehen kann. So. Das Licht ist ein bisschen ungünstig jetzt. Wir haben als erstes hier unser Directional Light. Das ist zuständig für die komplette Umgebung. Und das drehe ich jetzt einfach mal. So, tada, es steht im Licht. So wollen wir das doch haben. Schön von vorne belichtet. Da gerade, dass wir draußen sind, kommt das doch gut. Das hier möchte ich nicht haben. Das verstecke ich jetzt erstmal. Wir suchen jetzt erstmal hier so ein schönes Bild. Wir fokussieren uns gleich da ein bisschen mehr drauf. Das Weiß finde ich auch ein bisschen doof. Vielleicht finden wir was Schöneres. Hier haben wir hier unseren Content Browser. Gehe ich einmal unter Materialien. Habe ich mich schon Gras? Wie sieht das aus? Nee. Haben wir den Floor. Doppelklick drauf. Sagt, die Farbe gefällt mir noch nicht. Können auch hier die Farbe ändern. Vielleicht nehmen wir hier ein bisschen grün, ein bisschen gelb. Wir bleiben jetzt einfach mal da dabei. Pack den auf den zweiten Bildschirm und sag hier, möchte beide fotografieren. Der steht noch nicht richtig, aber ein bisschen höher. Der soll hier neben seinem Kumpel stehen und ihn so angucken. Das sieht doch eigentlich ganz süß aus. Ist beides mir noch nicht mittig genug? Platzierung ist noch nicht so
wie ich es möchte. Sagen wir vielleicht so. Sagen können, okay. So ist ganz nice. Ich möchte vielleicht noch von vorne ein bisschen Licht haben. Dann hole ich mir hier noch Licht. Und ich nehme hier so ein Spotlight. Das ist wie so ein Spot, wie man das kennt, in so eine Richtung. Schieb den mir zurecht, wie ich den haben möchte. Kann den drehen. Vielleicht wollen wir auch die Farbe von dem Licht ein bisschen anpassen. Wir können sagen, okay, weiß will ich jetzt nicht. Ich mache mir dann einen Tint Orange rein, sagen okay. Und machen es über die Intensity ein bisschen heller. Wir können auch sagen, okay, wir machen vielleicht unser Direction Light, was wir hier drin haben, vielleicht ein bisschen dunkler. Dass das mehr auffällt. Na, machen wir das wieder ein bisschen heller. Und spielen da so ein bisschen drin rum, wie wir das wollen. So, jetzt haben wir da ein bisschen rumgewerkelt und sagen, ja, so ist eigentlich ganz nice. So möchte ich das haben. Und dann drücken wir die F11. Und dann haben wir das in voller Ansicht. Können hier nochmal ein bisschen rum. Sagen so, so, der Ausschnitt ist ja ganz nice. Finde ich so gut, möchte ich so haben. Dann gehen wir hier erstmal unter Scalability, machen wir unseren Epic an. Wir wollen ja das schöne Bild haben. Und dann können wir hier auf das Menü gehen und sagen, High Resolution Screenshot, den wollen wir haben. Das ist quasi einfach, wir machen jetzt einen Screenshot. Das ist die einfachste und simple Variante, erstmal Bilder zu machen. Mal sagen, möchte ich haben. Er macht ein Bild, er packt das auch direkt in den Ordner. Wir können auch hier direkt drauf drücken und sagen, da ist das Bild. Und dann haben wir hier unser schönes Bild vom Hundi und Pilz. Wenn ihr das wirklich in HD-Größe haben möchtet, also so Bildschirmgröße, müsst ihr daran denken, dass ihr eure Taskleiste entfernt, weil die wird hier abgeschnitten, diese 40 Pixel oder was die sind, die hier fehlen. Müsst ihr die Taskleiste einfach einfahren und dann könnt ihr halt wirklich HD-Aufnahmen machen für Bildschirme. So, so viel dazu. Das ist die einfachste Variante, in Unreal erstmal Bilder zu machen. Wir können das natürlich alles noch ein bisschen besser machen. Die Kamera, die wir gerade genutzt haben, ist die Standardkamera, die für Games genutzt wird. Die ist ein bisschen eingeschränkter in dem, was sie kann. Wir können aber auch eine Filmkamera nutzen. Wie man hier unter Cinematic sieht, wir haben hier mehrere Kameras zur Auswahl. Gerade die zwei wären interessanter, wenn es an Animationen geht, aber das werden wir uns dann ansehen, wenn es soweit ist. Wir wollen die Cinekamera Actor haben oder den Cinekamera Actor, den ziehen wir jetzt einfach mal rein. Wir sehen, wir haben hier schon mal ein Bild, das ist die Sicht der Kamera. Den pinnen wir uns erstmal fest. So haben wir es ein bisschen leichter zum Bewegen der Kamera. Wir wollen vielleicht einfach mal das Haus fotografieren oder filmen. Und ja, wie ihr seht, ich habe ja den Pivot schon ein bisschen anders gerade, wie ihr es gewohnt seid. Man hat hier zwei Optionen. Das ist einmal die World Option, dann habt ihr so eine kleine Kugel hier oben und einmal den Object Option. Dort könnt ihr dann halt die Pivots so bewegen, wie das Objekt aligned ist, also an dem Objekt ausgerichtete Bewegung. So. Wir wollen hier den Hund vielleicht nicht haben, dann lösche ich das mal kurz raus. Zack und zack und zack. So. Wenn wir hier jetzt auf die Kamera drauf gehen, haben wir hier deutlich mehr Optionen. Wir können hier alles Mögliche für die Kamera einstellen. Die Leute, die sich vielleicht ein bisschen mit Film beschäftigt haben, wissen hier mehr zu sagen. Am besten probiert ihr euch hier ein bisschen rum. Es gibt hier so, so viel zu entdecken. Ich gehe jetzt nur mal die Basics drüber. Wir können hier quasi festlegen, in welchem Format, welche Kamera wir nutzen möchten. Es gibt hier jede Menge, wie ihr seht, schon Einstellungen. Wir können auch später sagen, bei Crop, ich möchte ein 4:3 Format haben. Wir bleiben aber bei dem HD-Format. Und jede Menge Stuff können wir hier einstellen. Wir können auch hier ein bisschen in Post-Processing gehen. Das ist immer ganz interessant. Das ist quasi ein Filter, den wir drüber legen können. In die Lens können wir sagen, ich hätte gern ein bisschen Exposure mehr. Mach das hoch, mach das runter. Vielleicht möchte ich es auch nicht haben. Vielleicht möchte ich einen Bloom haben. Und gehe hier ein bisschen. Hier gibt es, wie gesagt, jede Menge Kram, den ihr einstellen könnt. Lens Flares werden interessant bei Animationen. Mit Color Grading könnt ihr auch direkt machen. Vielleicht die Temperatur ein bisschen hoch, ein bisschen runter, je nachdem, was wir möchten. Möchten wir hier so einen schönen Sommer. Und dementsprechend, ihr könnt die Schatten einstellen, Midtones, Highlight. Ihr könnt hier alles möglich einstellen. Da könnt ihr euch wirklich austoben, was ihr möchtet. Das ist so eine Sache. Leute, die sich halt noch nicht damit beschäftigt haben, probiert aus und guckt, was die Sachen machen. Probiert, was euch gefällt
und guckt einfach, was die Sachen machen. Das ist am besten zu lernen und zu üben, indem man es selber macht und sucht euch das raus, was euch gefällt. Ihr könnt hier so vieles machen. Bis wir das jetzt alles durchgegangen sind, sitzen wir irgendwie 2, 3 Tage noch hier. Und es kommt auch immer darauf an, was ihr erreichen möchtet, was ihr machen möchtet. Und dementsprechend müsst ihr da selber schauen. So, jetzt haben wir das ja alles in der Kamera eingestellt, wie wir das haben möchten. Wir möchten natürlich auch von der Kamera den Screenshot machen. Wie kommen wir jetzt daran? Wir gehen einfach hier unter Perspektive, unter den Kamera-Actor, also den wir gerade erstellt haben, Cinema Kamera-Actor, den kann man auch umbenennen. Klicken drauf und zack, sind wir aus der Sicht. Wir können aber auch hier immer noch ein bisschen nachjustieren, wenn wir sagen, okay, in der größeren Aufnahme sieht es ein bisschen anders aus. Vielleicht wollen wir hier den Hintergrund ein bisschen verändern. Wir haben hier über den Standard noch einen Hidefog drin. Da sagen wir, vielleicht möchte ich den ausmachen und möchte einen blauen Himmel haben. Oder ich möchte vielleicht doch einen größeren Blumen drin haben. Jetzt müssen wir den nur wieder finden. Also müssen wir auch erstmal in die Kamera gehen und dann können wir den finden. Müssen wir am besten hier dann über den Outliner dann navigieren. Da haben wir den Blumen. Machen wir den Blumen wieder an. So ein bisschen. So ein kleines bisschen nur. Sagen, okay, so finde ich das gut. So wollen wir das haben. Dann auch hier wieder unseren High-Resolution-Screenshot. Dann können wir auch wieder FF drücken, um halt die volle Größe zu bekommen. Auch hier sehen wir, dadurch, dass wir eine Größe schon festgelegt haben oder ein Format schon festgelegt haben, dass wir hier links und rechts schwarzen Rand haben. Das heißt, wir müssten die Taskleiste ausblenden, um halt wirklich ein HD-Bild zu kriegen, wenn wir es so machen. Ist jetzt für mich nicht so schlimm. Haben wir Capture. Tada, haben wir dann auch hier wieder das nächste Bild. Wir können auch sagen, okay, ich möchte das multiplizieren. Also ich möchte das größer aufnehmen. Es soll größer gerendert werden. Aber achtet hier drauf. Hier steht zwar Multiply mit 2. Das heißt nicht, dass das doppelt so groß wird. Ihr müsst überlegen, wir skalieren das doppelt in diese Richtung und in diese Richtung. Es ist quasi das Vierfache von dem hier. Ist aber nicht so schlimm, ist nicht viel drin, ist nichts Aufwendiges, geht noch schnell. Das kann halt bei aufwendigeren Szenen ein bisschen länger dauern, dass das ein Bild gerendert ist. Das kann halt mal ein paar Sekunden dauern. So, ihr könnt das natürlich skalieren, wie ihr lustig seid, was euer Computer hergibt und was ihr denkt notwendig ist. So viel dazu, machen wir wieder F11. Okay, wir möchten auch vielleicht wieder unsere normale Kamera rein. Wir können dann einfach hier und dann landen wir wieder in unserer Szene und können weitermachen wie bisher. Vielleicht wollen wir auch mal die anderen Assets nehmen, dass wir die auch mal genutzt haben, mal in den Innenraum. Sagen, okay, ich möchte hier ein bisschen was, vielleicht mit der Pflanze im Hintergrund, dass wir vielleicht den Boden einfach ausblenden. Dann sagen, okay, ich möchte hier, muss halt dann darauf achten, dass wir den nicht ins Leere filmen bei dem leeren Baum. So, können wir sagen, okay, ich möchte vielleicht den Innenraum mal machen. Und dann gehen wir hin, suchen wieder unseren Stuff hier rein. Wir wollten ja einen Tisch machen. Ich will jetzt keinen Tisch modellieren. Ich sag, wir tricksen da ein bisschen. Ich nehme hier einen normalen Cube. So, der wird einfach flacher gemacht, wie er ist. Ziehe ihn höher. Und dann schaue ich mal, wie das aussieht. Dann nehmen wir unsere Megascans-Dinger. Hier haben wir ein Surface, da hatten wir irgendwo ein Holz. Das ist schon alles vorbereitet. Sage, okay. Pack das Holz, mach den Tisch vielleicht so. Das Holz passt mir nicht so ganz. Wir können auch hier ein bisschen bearbeiten. Doppelklick drauf. Ziehen das ein bisschen größer, dass wir auch sehen, was da steht. Für mich ist jetzt wichtig, ich will das Tiling-Offset haben. Ich will jetzt das Tiling ändern, also wie das draufgelegt ist. Und ich sage, ich brauche das vielleicht ein bisschen kleiner. Machen wir vielleicht die Hälfte, 2 auf 2. Warte, ein Punkt. 2 auf 2. Das ist keine 2. Das ist eine 2. Hallo? Ich würde gerne eine 2 da haben. So. Dann wird das schon ein bisschen feiner. Jetzt auch nicht so das Schönste. Vielleicht haben wir ein besseres in unseren. Ja. Gefällt mir am Ende jetzt doch nicht so wirklich. Vielleicht haben wir ein schöneres Material, das wir nehmen können für unseren Tisch. Vielleicht nehmen wir hier das hier. Ja, das sieht auch. Wir verstehen hier. Ich würde sagen, das ist doch ein guter Tisch. Da haben wir den Tisch. Vielleicht machen wir den ein bisschen breiter noch.
So, Tisch. Wird nicht hinterfragt. Und wir packen hier, haben noch einen Candle Holder, packen wir den da drauf. Vielleicht packen wir das auch auf den Tisch. Machen den ein bisschen höher. Das alles können wir auch hier in den ganzen Materialien noch bearbeiten. Wir können hier den Albedo-Tint ändern, also wie das aussieht. Wir können sagen, wir möchten das ein bisschen mehr Pink haben und so weiter. Das kann man hier durch die Mixer-Modinge alles anpassen. Da könnt ihr auch mal ein bisschen euch dran rumprobieren und ein bisschen rumspielen. Wir werden uns ein bisschen später in einem anderen Tutorial mal ein bisschen mehr über Materialien beschäftigen. So, ich möchte hier ein Buch vielleicht haben. Machen wir das so, ist glaube ich leichter. Drehen wir das ein bisschen. Schieben das hier hin. Dann kann man hier unsere andere Kerze hinstellen. Dann packen wir vielleicht den Skull da rein, der ist ein bisschen groß. Was auch immer das für ein Tier war. Ja, ich finde den immer noch ein bisschen groß. War vielleicht ein bisschen kleiner, vielleicht legen wir den so ein bisschen schräg da drauf. Ich gehe auch wieder in den View. So. Bisschen hin und her, bisschen gucken, wohin. Einfach ein bisschen bewegen, aber dann so. Nein, wir den ein bisschen runter, packen den da hin und gucken, dass der irgendwie auffliegt. Ah, das mal ganz aus. Das auch mal ganz aus. Fein arbeiten. So. Kann man den irgendwie so hinlegen. Wir haben auch noch irgendwo eine Kerze. Ich mach das mal kurz wieder an. Die will ich da reinstecken. Die passt zwar nicht so ganz da rein, aber das passend gemacht. Sag ich einfach, okay, ich skaliere die ein bisschen kleiner. So ungefähr. Vielleicht noch ein Stückchen. Dass sie so ein bisschen Rand hat. Stecke ich hier dann zack da rein. Steckt ein bisschen im Boden drin. Ist aber nicht so schlimm. Und sage okay. Weil ich möchte das ja so haben. Hier so ein bisschen hexenmäßig. Möchte das alles ein bisschen dunkler haben. Und vielleicht von vorne beleuchten. Dann gehe ich hin. Hier haben wir das Directional Light. Das ist ja das allgemeine Licht momentan. Okay, machen wir das runter. Dann gehen wir ins Skylight. Machen das auch runter. Machen den Nebel wieder an. Wird's gruselig. Müssen wir ein bisschen mit den Werten spielen. Können sagen, vielleicht machen wir den ganzen Tint auch ein bisschen dunkelblau. Ein bisschen gruselig. Jetzt ist hier schon sehr, sehr dunkel geworden. Wir können sagen, okay. Um uns ein bisschen zu fokussieren, sagen wir auch hier wieder, wir holen uns eine Kamera rein. Holen wir die Kamera, die Kamera. Und die richte ich jetzt erstmal so allgemein so da drauf. Es ist komplett aus dem Fokus, ist nie so schlimm, daran arbeiten wir gleich. Wir wollen jetzt erstmal einen guten Winkel haben. Mich stört das, dass diese Latte da ist. Ich gehe nochmal in Anlit. Zack, zack. Ich nehme einfach mal alles mit und schiebe das ein Stückchen höher. Vielleicht reicht das ja schon aus. Dann habe ich diesen Winkel nicht mehr drin. Dann machen wir wieder Lit. So. So ungefähr. Jetzt will ich jetzt erstmal hier das wieder in Fokus haben. Dann gehen wir hin und suchen Fokus-Setting hier. Dann können wir sagen, ich nehme die Pipette und sage, du sollst dich auf das hier fokussieren und zack, haben wir das im Vordergrund. Ist der Vorteil auch, wie gesagt, an dieser Kamera. Es ist mir aber immer noch diese Latte im Weg. Und auch hier, die Seite möchte ich so nicht haben. Ich sage, vielleicht schiebe ich den ganzen Tisch. Ziehen einfach länger. So. Problem gelöst.
Brauche nochmal den Anlittenmodus. Ich habe die Kerze ganz vergessen, die wollte gar nicht mit. Kerze, Kerzenhalter, Buch, Schädel, Kerze, Tisch. Und dann nochmal ein Stückchen höher. Kamera machen wir ein Stückchen höher. Okay, vielleicht sollten wir den Winkel der Kamera ändern, dass ich das da nicht mehr so drin habe. Dass wir das alles schön im Blick haben. Das Geländer hier stört mich. Verstecke ich das halt. Die Glaspaneele nicht vergessen. Auch weg. Das alles stört mich. Und das Glas ist mir zu sauber. Ja, das Glas ist nicht ganz unten. Ich nehme einfach mal alles auseinander. Egal, wenn es am Ende passt, dann ist alles richtig. Vielleicht doch noch ein Stückchen raus, dass ich mehr auf meinem Tisch hier versammelt habe. So, aber das ist jetzt ja alles ziemlich dunkel und wir wollen von draußen nicht mehr Licht haben. Es ist eh noch sehr, sehr hell draußen. Das ist mir aber alles draußen immer noch ein bisschen zu hell. Ich gehe mal, da wir mit dem Licht nicht viel retten können, gehen wir mal in den Hide Fog. Sollen wir mal die Farbe ein bisschen runter. Hat jetzt auch nicht so viel gemacht. Probieren wir es hier ein bisschen. Color. Machen wir es heller. Vielleicht machen wir hier so einen dunklen Gelbton da rein. Oder vielleicht mehr Orange. Dass vielleicht ein bisschen gruseliger wird. Dann haben wir schon mal den Baum da aus dem Kreuz. Aber es ist ja hier drinnen auch zu dunkel. Gehe hier nochmal ein bisschen runter. Hier drinnen habe ich ja gar kein Licht. Ich bräuchte hier drinnen aber ein bisschen Licht. Kann ich sagen, okay. Vielleicht nehme ich hier ein kleines Point Light. Platziere das ungefähr. Ja, so sieht es doch eigentlich von der Richtung her ganz gut aus. Und, aber das ist viel zu hell. Oh, das. War ich auf Kummer 8. Nummer 2. Will das auch ein bisschen in seiner Farbe tinten. Ah, ist vielleicht ein bisschen rot, ein bisschen gefährlich. Komma 1. Dann okay, das kann man erstmal so lassen. Aber ich will es ein bisschen dynamischer haben. Ich möchte die Schatten nicht so ganz so krass haben. Sag, ich packe hier noch eins hin. Sag aber hier 0,4. Und habe das ganze Bild ein bisschen stimmiger. Da ich es ja so erstmal nicht hinten hinkriege, weil wir die Skysphere noch haben, kann man so erstmal einen kleinen Hexentisch machen. So, ich will jetzt auch hier wieder in meine Kamera rein. Gehe ich auch hier in den Actor rein. Machen wir vielleicht den Lit-Modus wieder rein und schauen, ob das hier so gut ist. Vielleicht möchte ich doch noch ein bisschen den Fokus umändern. Ich habe ja den Tisch verstellt. Nehme ich hier den Bette? Ah, hat nicht funktioniert. Brauche meinen Kamera-Ektor. Die Bette. Bitte den Schädel. Ich sag so. Ist das so gut? Oder möchte ich vielleicht den Fokus auf die Lampe setzen? Der ist auch noch sehr nah dran. Vielleicht möchte ich den Fokus ein bisschen weiter hinten hinsetzen, dass das hier schon ein bisschen blurry ist. Kann man ein bisschen ausprobieren. Ich möchte den Schädel im Fokus haben. Denke mir, das ist doch eigentlich ein ganz hübsches Bild. Sag, vielleicht will ich aber hier mal einen Crop haben. Mit, wo ist es? Warte mal. Wo ist der Crop? Hier, no Crop. Ich möchte vielleicht ein 4 zu 3 Bild haben. Passt halt vom Aufbau ein bisschen besser, finde ich. Machen wir hier 4 zu 3 raus. Ich mache das alles mit F11 erstmal ein bisschen. Hallo? Ein bisschen größer. Darf ich das? Bisschen größer. Sag mir den High-Resolution Screenshot. Und mache auch hier mir ein Bild. Und das kommt dann auch wieder in denselben Ordner rein. Und gehe wieder zurück. F11. Zack, fertig. Und gehe wieder aus dem Kamera raus. Ja, dann würde ich sagen, sind wir für die erste Runde durch. Unser erstes eigenes Mini-Projekt ist durch. Wir können jetzt
Screenshots oder Bilder in Unreal aufnehmen. Ich habe euch jetzt verschiedene Sachen gezeigt, wo ihr Assets herbekommt, wie ihr die ein bisschen bearbeiten könnt. Wir werden auch verschiedene Sachen später in anderen Tutorials noch ein bisschen weiter drauf eingehen, weil es kommt schon echt viel zusammen. Ich bin jetzt so die Basics mit euch abgegangen, wie man so im Nachhinein auch ein paar Sachen verändern kann, hier und da ein bisschen was gemacht. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn es wie gesagt sehr, sehr lang ist und vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Mini-Projekt und wir machen wieder weitere spannende Sachen. Das nächste Mal möchte ich mich ein bisschen mehr mit Foliage beschaffen, also wir werden das nächste Mal uns ein paar Tools anschauen, wie wir halt verschiedene Landschaften gestalten können, wie wir verschiedene Pflanzen machen können, womit die herbekommen. Und ja, vielleicht seid ihr das nächste Mal auch wieder dabei und wir bauen uns ein paar schöne Graslandschaften oder Wälder oder so weiter. Wie gesagt, nächstes Tutorial wird halt darum gehen, Pflanzen und Landschaften zu gestalten. Und ja, ich freue mich schon und wir sehen uns vielleicht im nächsten Video. Und wenn euch das gefallen hat, lasst doch mal ein Like und einen Kommentar da. Und auf Wiedersehen.